Und damit willkommen zurück zu Gibbous Cthulhu Adventures. Letztes Mal sind wir in die Fabrik eingedrungen, haben Otis, diesen sprechenden Kraken-Mensch-Hybriden, kennengelernt und konnten nun den Weg freikämpfen, um in das geheime Labor zu kommen. Mal schauen, wie es da drin aussehen wird. Die Gruben hieß es vor uns noch. Its only feature is a big red button. Okay, ich würde sagen, wir speichern erstmal. Gucken uns den Raum ein bisschen an und dann entscheiden, was wir genau machen. That button's begging to be pressed. Press this button, worm, and we all die. Okay, das mache ich sofort. I don't like my chances of surviving that. Gotta think of another way. Hier sind diese Löcher. Wir können eine Grube anschauen. It's a dark, deep pit, but down there I can just make out something wrong, squirming around. Glimpses of eyes, teeth, and tentacles coming in and out of the darkness. Was ist denn da? Man, am I happy for that grate? Es kommt Tentakel vielleicht raus. No. Für die Hentai-Leute. Gut, Nummer 1, was ist hier drin? Another pit. Another unseen creature writhing at the bottom. Wurde hier ein bisschen alles ausprobiert? Wurden hier irgendwelche Experimente gemacht, um neue Kreaturen zu erschaffen? Zum Füttern oder als Darbietung? Für eine höhere the Macht? The stuff that nightmares are made of. Terrifying. No. Okay. Das sind die einzigen beiden Pits, die wir anschauen können. Dann haben wir hier ein Blindfeld. A plain, scratched metal panel of sorts. Looks stuck in place. It's stuck. Don't touch unless one escapes, worms. Naja, wir haben immer noch die Brechstange. K-Type's got leverage. It seems to control some kind of security apparatus. Probably put in place in case one of those creatures escapes. Don't touch. Okay, jetzt guck mal hier oben. Hier sind irgendwie so 6 Lampen. Es könnte natürlich sein, dass es einfach nur Lampen sind. Könnte aber genauso gut sein, dass die alle grün-rot werden, wenn wir weiterkommen wollen. Jetzt gibt's noch die Tür. Looks like this door somehow slides into the wall. No visible handle. Could this lead to the butcher's inner sanctum? This definitely opens somewhere else. Stay out, Mooks. Mooks. Pass auf, einmal ist der Butcher irgendwas, so ein kleiner Typ. Nicht so was Imposantes wie bei Diablo 1. Na dann, testen wir mal. Looks like a view of this room from above. And there's a cage hanging overhead. Ich kann gerade. Okay, okay. Bitte, das speichern wir einmal. Erstmal rausfinden, wie der Mechanismus funktioniert. Also, wir können den Käfig nutzen. Was passiert denn dann? Ach, damit können wir ein was festsetzen. Okay. So, jetzt können wir hier drücken. Ha. Huh. So the button opens both the door and the monster's pits. Devious. That's one monstrosity secured. And all the rest of them loose. That's one monstrosity secured. And all the rest of them loose. Geht mal raus. Damit geben wir dort oben ein. Jetzt machen wir das mal. Was passiert denn dann? I don't like my chances. Gotta think of another. Darf ich diesen flüssig? It's not an immediate threat now. That's all the creeps loose, but at least I'm safe once I press this button. I don't see a better option. Okay, würde ich sagen, wir laden nochmal, machen das gleich von Anfang an.
Huh. So the button opens both the door and the monster's pits. Devious. That's all the creeps loose. But at least I'm safe once I press this button. I don't see a better option. Richtig. So. Wir kriegen einen Eintrag. Es gibt einen großen roten Knopf in der Mitte der Halle, aber er könnte das, was in den Gruben ist, befreien. Ich finde es besser raus, bevor ich ihn drücke. Der große rote Knopf öffnet das, was ich für die Tür zum eigentlichen Labor halte. Und die Gruben der Monster. Es gibt nur einen Schutzkäfig, den ich bewegen kann. Ich soll das besser richtig machen. Okay, na dann machen wir's. Und schauen wir, was passiert. Stimmen. Hello darkness, my old friend. Nice. Gucken wir uns die Damen und Herren mal an. I don't know what that is, but it wants me dead. It's horrid. Es will doch ein Küsschen geben. I ain't touching it. I ain't touching? No time for that. So, was können wir noch machen? Wir können nur die eine Abscheulichkeit, Abdomination bestimmt. Wir könnten Flüssigstoff. Flüssig. Kälte gefällt dir nicht. I hate to admit it, but I was shaken. Experiments are not. Scientific reality or abhorrent supernatural nightmare. These horrible blobs of flesh, limb, and rot existed. I could still smell their indescribable presence, even though they were all gone. God knows where. It really takes a lot to shake me, but I was shaken. Nummer 1. Warum ist jetzt alles wieder rückgängig gemacht worden, die Gruben zu der Käfigskurven? Zweitens ist, wo sind sie hierhin verschwunden? Kommen sie nicht gleich wieder? Und drittens ist, wo haben wir das Spray jetzt gerade nochmal hergekriegt? Hätten wir es auch vergessen können? Weil es gab jetzt keine Option, das zu invertieren, oder? Wurde uns das so gegeben? Seltsam. Nun gut, wir haben es geschafft. Wir haben ein Holzstück. Warum auch immer. Ah, slightly charred piece of wood. Who knows where it came from? Und warum ist danach die Tür offen? So viele Fragen. Woody. Woody. A bunch of pebbles. Must have fallen from the ceiling when the cage descended. Nice pebbles. Yeah, I might need these. Dürfen wir nochmal komplett zurück? Nee, würde er nochmal einen Knopf drücken? Nein. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. I was in. I was inside the butcher's inner sanctum and I'd expected this place to be lousy with guts and gore and parts and pieces, but this wasn't that. This was, well, colorful. Colorful in a way that makes a Joe uneasy, and it set me to wondering what this guy had for triangles. So many triangles. Wir lesen erstmal. Es gibt einen großen roten Knopf in der Mitte der Halle. Habe ich schon gemacht. Ich habe es ins innere Heiligtum des Metzgers geschafft. Der Strom ist allerdings ausgefallen. Es gibt Öffnungen, Maschinen, Instrumente, Papiere, Schreibtisch. Seltsame Staubhügel. Ich glaube, das sind eher Tentakel. I've noticed these dust mounds everywhere around here. What the heck are these things? This stuff looks similar to the stuff in Flamel's place. Ugh, no. Who knows what this stuff actually is? Huddle! Huddle together, lovelies! What? A painting of a wing. Reminded me of the ones what disappeared from underneath Vlad's castle back in Transylvania.
Every single flap one of my doing. My desire. I don't feel good about this. No apparent way of directly interacting with it. Ein loser Griff. And there it was, a loose handle hanging conspicuously from the door of an empty cabinet. It looked like something I could probably use. Stupid flies need to learn. You will learn to fear the Carnifex. Lass den Kleinmann fliegen. A strange, strange device. Seems to be out of power. No idea how to use this. Mit dem Hebel dort? Do as father tells you, little one. Little one? Hat jemand was beigebracht? Some kind of control panel looks embedded in this area of the wall, along with the shelves. I want to operate it so bad. So bad. It isn't power. Left. Okay, Haufen Zeug, was wir nutzen könnten. An assortment of books, but they're all written in what's either an alphabet unknown to me or code. Can't make heads or tails of these letters. Ist auch zu dunkel dafür, würde ich sagen. They're no use to me. These are not for you. I stared at the Kraken head, and it seemed to stare back at me with its blood-red eyes. A little unsettling, I had to silently say to myself. Red veins ran all over the hideous head, seeming to pulsate right under the skin, despite the fact that this was just a painting. And I don't think I'd hang this thing above my work desk, no matter the circumstances. Nice shot. No apparent way of directly interacting with it. And you shall breathe true life. Who? True life? Was it dead to begin with? An assortment of books, but they're all written in what's either an... Das gleiche Problem. Can't make heads or... Ja. They're no... These are not... What a fool I was to think I... Some kind of control panel. Looks... I wanna... Okay, ist genau dasselbe. It isn't... Ist mit rechts bestimmt, nehme ich an. Right. Rechts, rechts, gut. Dann haben wir hier Instrumente. Of all the things in here, those alone seem to justify this Nutter's nickname. They look pretty disturbing. And triangular, most of them. No apparent sign of use, but could be just cleaned them real well. I'm not touching. This won't hurt a bit, little worm. Das ist eine Öffnung, wo? A couple of vertical openings. Something's missing here. Some kind of switch was definitely... It's missing. Just break it off! Ein paar vertikale Öffnungen im Stromgenerator erwecken den Anschein, dass ich einen Hebel hineinstecken muss, aber auf der Suche nach eins... Entschuldigung. Auf der Suche nach einem zweigliedrigen Objekt. Das ist seltsam. Ich bin auf der Suche, müsste da stehen. Just... Kleine Fliege. Wir haben ja einen Griff. Zählt er? Yeah, this fits. But if this is a power generator, it might make for a shocking experience. Okay, da kommt automatisch. Ich glaube, der Griff ist das, was ich brauche, um das Gerät wieder einzuschalten. Aber ich brauche dafür einen stoßfreien Griff. I don't see an open. Nothing happened. I've put a nice round hole in it. So, dann mache ich das Holzstück rein. Alright, got myself a shock-free switch. Und wir haben Licht. Und sehen den Kraken. Yes! Power's back on. War das gerade auch ein Eintrag? Hä? Okay, das ist seltsam, dass dieses nochmal aktiv ist. Das Tagebuch ist ganz komisch, sagen.
aber irgendwie nicht ganz bugfrei. Sagt er jetzt was für einen Staubhaufen? Das ist selber so dort war bestimmt. Ich probier's nochmal. What the heck? This stuff. Ugh. Huddle! Okay. Die Instrumente nochmal. Gibt's da jetzt irgendwas Neues? I'm not touch. So. It's a stylized painting of a human head. It's pretty generic looking. I doubt it represents anyone in particular. No apparent way of directly in my contribution. I don't feel so. Some. Jetzt kann ich da was machen. Alles klar. Könnte ich irgendwie drei Schalter betätigen? Auf der Seite könnte ich auch drei betätigen. A painting of a wing. No idea how to use this. Das sind mehrere Symbole. So, jetzt können wir das zentrale Gemälde. Okay. I stared at the Kraken head. Das ist kein Gemälde, oder? No apparent. Okay, gucken wir uns mal die Papiere an, die hier irgendwo rumliegen. Das Symbol taucht hier wirklich mehrfach aus, dieses Dreieck mit dem Kreis drin in der Öffnung. Ich kann gerade nichts damit machen. Ich brauche dafür eine Chiffrierung. So, es gibt symmetrische Bedienfelder an etwas, das wie Türen aussieht, links und rechts vom Labor. Die benötigten Zugangscodes scheinen eine Kombination aus Richtungsfeilen zu sein und etwas, was ich für ein seltsames Alphabet halte. Die Papiere, die ich auf dem Schreibtisch des Metzgers liegen, die auf dem Schreibtisch. Das liegen, sind in dieser seltsamen Sprache, mit Ausnahme der Buchstaben MCHK. Was ist das? Schreibtisch? This must be the butcher's desk. It's littered with discarded pages full of gibberish. Or code. As worms! Worms! Fly! Und zentrales Bedienfeld. It's definitely a control panel. Controlling what? That remains to be seen. I gotta say, I find the aesthetic pleasing. Worms! Okay. Das Alphabet. Entschuldigung, ich wollte einen Schluck nehmen. Wir haben auch hier, wie wir sehen können, 7x3, 21, da sind es genau alle Buchstaben. A, B, C, D, E, F. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es gibt ein Bedienfeld direkt über dem Schreibtisch, ein Code mit vier Buchstaben in einem seltsamen Alphabet, von dem ich vermute, dass es die eigene verrückte Kreation des Metzgers ist. So, jetzt haben wir mehrere Versionen. Ich würde erstmal die trivialste ausprobieren. Dass wirklich dieses MCH, was auch immer, einfach genauso in dem Alphabet übernommen wird und das Alphabet von dem einfach eine stilistische Form unseres Alphabets ist. Hier, MCHK. Und das wirkt auch so, wenn wir hier mal den Anfang sehen. Warum immer das M so ist, das C ist das T von dort, das H und das K. Also ist unsere erste Vermutung erst doch mal, dass wir einfach dieses M, C, H, K genauso übernehmen für, ja, in der Codierung. Ich habe natürlich keine Ahnung, was es für einen Satz ergibt. Wahrscheinlich muss man den wieder in irgendeine Richtung schieben, im Cäsar-Chiffre-Code. Aber ja, lasst uns das doch erstmal ausprobieren. Okay. Also, wir wollen das M haben. H-I-J-K-L-M. C-H.
Erstmal H-I-J-K. Hä? Ist das Falsche gegangen? M-C-H. Ja, ich bin Tops. Entschuldigung. H-I-J-K. Ich damit versaut jetzt? Okay, sorry. Ihr kennt mich. Wir speichern noch, wir laden nochmal und geben das Ding nochmal neu ein. Vielleicht habe ich ja den einen Fehler zählt, das schon als missglückter Versuch. C H K. Gut. Natürlich die Frage, warum MCHK dort in dem Dokument steht. Ja. Auch wenn ich das einmal kodiert durch dieses seltsame Alphabet, was aber A zu Arm wird und dann nochmal selber mit Cäsar chiffriert. Irgendwie sowas. Nothing on the cover but a triangle. This better not be written in gibberish. Gibberish? This thing must hold some important information. Rest, friend. Die könnten das jetzt sogar alles übersetzen, lustigerweise. Hier sind drei Symbole eingekreist. Aber nur drei, lustigerweise. Diese drei. So sehe ich das gerade. Die Pfeile zeigen nach links. Lass uns die mal aufzeichnen. Vielleicht können wir die Papiere auch mitnehmen mit dem Code. Also hier haben wir irgendwie das. Wir haben das Ding. Und wir haben dieses Y-artische. So, warte mal, die Papiere. Wir haben immer dieses Untersuchen. Können wir das so mitnehmen irgendwie? Nee. MCHK oder besser gesagt, die entsprechenden Buchstaben Metzgersprache waren der Zugangscode. Jetzt blätter ich durch das, was ich für ein Art Tagebuch halte. Die Papiere auf dem Schreibtisch des Metzgers liegen. Okay, das habe ich ja schon. Hä? Habe ich jetzt irgendwie. Nö. Okay. Okay, ich speichere mal wieder und wir. Das wurde ja offensichtlich nach links, zeigt da was. Vielleicht gehört das ja zum Linken hier. Okay, wir machen einfach mal das, was wir gesehen haben. Oh Gott, die sind ja sehr ähnlich. Ich glaube, es war ja das gewesen. Dinge nach unten, das ist ein A wahrscheinlich. Also was war das denn hier? Ein Y. A, Y. Und dann noch das. Bay. Oh, guckt mal das. Ein Abgrund. Whatever passage used to be here, it's now a big, black, intimidating hole. If this used to lead to Kraken Bay, well, it don't anymore. Just leads down. I'm not really into exploring huge chasms with no bottom to be seen. Idiot! Left toward the bay, right toward the EOD! Get it through your thick skull! Und damit wissen wir es, weil zur Bucht Bay nach links und IOD haben sie ja mehrfach gesagt, diese Abkürzung. Ich habe das mal des Jägers zerrissenen Stück Stoff benutzt. Jemand hat geschrieben, links zur Bay, rechts zum IOD. Ahaha. Ja, B. Das war sogar ein englisches Ding, das konnten sie nicht komplett übersetzen. It's a small piece of ripped cloth caught on the edge here. Whoever they were, I really hope they.
I really don't need it. Maybe... Idiot! Was mich natürlich jetzt ein bisschen stört an der ganzen Sache, ist das Folgende. Dass ich eigentlich das Ganze mal übersetzen würde. Weil da steht bestimmt ein lustiges Zeug drin. Mhm. C-H-H... Ktudurfta? Ja, so soll das sein. Ich frage, ob es also Pseudosprache ist oder ob das was steht. Vielleicht, wenn ich ganz viel Lust habe, würde ich mir diesen Code mal irgendwo aufschreiben und versuchen, das Ganze zu übersetzen. Ich schau mal, wie die Lust ist bei dem Spiel. Auf jeden Fall machen wir IOD, genau. Dazu brauchen wir aber nochmal die Buchstaben. Da das alles nach links zeigte, vermute ich mal einfach, dass hier das nichts weiter ist, als das alles nach rechts zeigen sollte. Ich weiß, das ist eine seltsame Annahme, aber why not? So, netterweise sind die auch hier alphabetisch angeordnet, also es ist E, M, N, O, D.